Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will zu Beginn meines Beitrages auf die Kritik von Herrn Ströbele am Bundesinnenminister eingehen, wo er ihm vorgehalten hat, dass er das Verfassungsgericht in unzulässiger Weise kritisiert hätte, weil es im Urteil dem Ziel der Terrorabwehr nicht gerecht wird. Es war auch die Rede davon, dass das Urteil zum BKA-Gesetz verfassungsrechtlich überzogen ist und dass es Probleme bereiten wird, die Anforderungen in der Praxis umzusetzen und auch, dass es nicht in allen Aspekten dem Ziel einer Terrorabwehr gerecht wird. Ja, davon war die Rede. Nur, diese Sätze stammen von den beiden Richtern des Senates, die anderer Auffassung waren als die Mehrheit des Senates. Diese Sätze stammen von zwei Verfassungsrichtern. Sie können sie nicht dem Minister vorhalten, wenn er sie sich zu eigen macht. Da empfehle ich, das Urteil dann ganz zu lesen, auch die abweichenden Voten und nicht nur das zu lesen, was einem gefällt. Natürlich zählt die Mehrheit, aber wenn Richter dieses Senates diese Auffassung haben, glaube ich, darf ein Minister darauf auch hinweisen. Das, glaube ich, ist in Ordnung. Wir reden aber heute über ein Gesetz, das wir brauchen, weil die Bedrohungslage mit dem Terror ernster denn je ist. Und die Zahlen machen es deutlich. 500 Gefährder alleine aus Deutschland, mehrere Tausend aus Europa. Und wenn wir uns die Anschlagsplanungen oder die leider realisierten Anschläge der letzten Monate anschauen, Istanbul, Paris, Brüssel, die Pläne hier in Berlin, jetzt die Pläne in Düsseldorf, ist immer eines, fast immer festzustellen, dass ein Teil der Täter schon irgendwo in Europa bekannt war. Es gab schon Erkenntnisse über diese Leute, aber die Erkenntnisse sind nicht zusammengeflossen. Und deshalb, glaube ich, ist es dringender denn je notwendig, dass wir alles tun müssen, damit wir wissen, wo sind Terrorverdächtige, wo halten sie sich auf, wo reisen sie hin, wo fliegen sie hin, mit wem telefonieren sie, wohin fließt das Geld. Und genau das tun wir mit dem, was wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und wir ergänzen jetzt dort, wo es noch Lücken war, weil wir nur so wirksam gegen den internationalen Terror vorgehen können. Darauf zu verzichten, wäre mehr als fahrlässig. Und dafür stehen wir und diese Regierung nicht zur Verfügung. So. Jetzt zu den zwei Punkten, die mir wichtig sind, die im Gesetz stehen, auf die ich abheben will. Natürlich geht dieser Zusammenfluss an Informationen nur, wenn sich Nachrichtendienste in Europa austauschen dürfen. Nach einem klar geregelten Rahmen. Wir müssen doch wissen, welche Erkenntnisse die belgischen Sicherheitsbehörden haben, und die müssen es von uns genauso wissen. Düsseldorf und Brüssel sind auch nicht so weit auseinander. Wir müssen wissen, wenn Attentäter, die in Paris aufgefallen sind, aber hier viermal gemeldet waren, dann müssen wir das doch wissen. Und das zusammenzuführen, solche Erkenntnisse in gemeinsamen Dateien, halte ich für mehr als notwendig. Und anders als dauernd behauptet wird heute Morgen, sind diese Dinge klar geregelt im § 22b dieses Gesetzentwurfs. Sie mögen dann darüber streiten, wie Sie ihn zu verstehen wissen wollen, aber geregelt ist es. Nach klaren rechtsstaatlichen Prinzipien muss vorliegen, sonst sind diese Dateien nicht notwendig. Aber diese Dateien sind wichtig, weil wir sonst vieles nicht erfahren. Und wenn es gelingt, was wir alle nicht hoffen, dass sich einmal ein Anschlag realisiert, wird es verheerende Wirkungen haben auf die Sicherheitslage hier in Deutschland. Und darum tun wir alles, um das auch zu verhindern. Und die gemeinsamen Dateien sind ein wichtiger Punkt. Es sind die Gefahren beschrieben. Und Sie werden ja ernsthaft nicht abstreiten wollen, Kollege Ströbele, dass Bombenanschläge, auch wenn sie vielleicht nicht unmittelbar sofort terroristisch motiviert sein mögen, trotzdem erhebliche Gefahren sind. Und die Vorbereitung eines Bombenattentats durch ein so relevantes Ereignis ist, dass wir darauf nicht verzichten können, Informationen über Tatverdächtige zu erfahren. Das kann doch ernsthaft niemand erwarten, dass wir bei solchen Ereignissen, bei solchen Planungen wegsehen. Wir tun es nicht mehr. Deshalb schaffen wir diese gemeinsamen Dateien völlig zurecht. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist, weil er, glaube ich, schon auch eine Lücke schließt, die geht über das Thema Terrorismusbekämpfung hinaus, betrifft auch die sonstige Kriminalität, aber zu Recht betrifft sie die sonstige Kriminalität. Wir machen die Erfahrung, auch in den Untersuchungsausschüssen, gerade bei NSU, dass Handynummern eingesetzt werden für die Kommunikation unter den NSU-Terroristen. Wenn die Ermittler dann nachfragen, auf wen ist dieses Handy prepaid zugelassen, kommt nicht Donald Duck raus, aber irgendeine Adresse, die es nicht gibt. Und man würde ja schon gern wissen, mit wem hatte Beate Zschäpe nach dem 4. November noch Kontakt.
Es gibt eine SMS an Sie nach dem 4. November mit einer Adresse in Stuttgart. Nur die existiert nicht, weil derjenige, der damals das Handy gekauft hat, eine falsche Adresse, einen falschen Namen angegeben hat und es nicht überprüft wurde. Und genau das verlangen wir jetzt, dass zukünftig anhand Personalausweis oder ähnlicher Papiere diese Daten auch überprüft werden müssen. Das ist mehr als überfällig. Und Kollege Reichenbach, der schon lange dafür geworben hat, kann sich jetzt auch bestätigt fühlen, dass wir das umsetzen. Aber darauf zu verzichten, wäre wirklich Unfug. Und das machen wir nicht. Und deshalb regeln wir das jetzt an dieser Stelle. Und jetzt gestatten Sie mir noch einen kleinen Blick auf die Politik der Grünen. Wo wären wir denn? Wo wären wir denn in diesem Land mit unseren Sicherheitsbehörden, wenn Sie allein, was nicht eintreten wird, aber wenn Sie hypothetisch allein das Sagen gehabt hätten? Ich will drei Beispiele deutlich machen. Als wir die Antiterrordatei im zweiten Anlauf nach den Vorgaben von Karlsruhe neu konzipiert haben, der Zusammenfluss von Informationen von Polizei und Verfassungsschutz in Deutschland, alle sind hochzufrieden damit, keiner würde es missen wollen. 2014 waren Sie dagegen. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, hätten wir bis heute keine Antiterrordatei. Als wir die Terrorbekämpfungsgesetze verlängert haben, ein Gesetz aus rot-grüner Zeit, wo wir den Nachrichtendiensten erlauben, dass sie bei Terrorverdächtigen Informationen einholen über ihre Reisebewegungen, über die Bankbewegungen, die Telefonbewegungen. Als wir das verlängert haben, weil sie ausgelaufen wären Ende des Jahres 2015, waren Sie was? Dagegen. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, hätten wir dieses Gesetz heute nicht mehr. Wir hätten es nicht mehr. Und das dritte Beispiel noch, das müssen Sie sich anhören. Man kann nicht immer dagegen sein, sich hier einen schlanken Fuß machen. Man muss sich dann auch mal vorhalten lassen, wo wir wären in diesem Land. Das dritte Beispiel. Herr Binninger, darf der Kollege Schröble noch eine Zwischenfrage stellen? Ja, dann habe ich nämlich noch eine Sekunde. Das reicht für mein drittes Beispiel und jetzt wird ja angehalten. Sie dürfen. Herr Ströbele, bitte. Herr Kollege Binninger, ich weiß, dass ich mich eigentlich nicht schon wieder draufdrängen darf, aber ich stelle die Frage, weil das einfach nicht stimmt. Es ist in der Tat so, dass wir auch unter Schmerzen ein Antiterrorgesetz in rot-grünen Zeiten geboren haben, aber sehr restriktiv mit erheblichen Einschränkungen. Und wir haben danach bei der Verlängerung nicht zugestimmt, weil Sie diese Restriktionen weitgehend gestrichen haben. Sollen wir Ihnen im Einzelnen das hier nochmal da machen? Das war der Grund, warum wir das gesagt haben, weil Sie es nicht lassen konnten, rechtsstaatliche Garantien da abzubauen. Beim Terrorbekämpfungsgesetz war das sicher nicht der Fall. Fakt ist, Sie haben diesem Gesetz nicht zugestimmt. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, wäre das Gesetz Ende 2015 ausgelaufen und die Nachrichtendienste hätten ein wichtiges Instrument nicht mehr gehabt. Sie hätten auch keine Antiterror-Datei gehabt. Und das dritte Beispiel, in der einen Sekunde, die der Präsident hoffentlich etwas verlängert. Uns allen war klar, dass wir die Reisebewegungen von IS-Kämpfern von Deutschland in das Krisengebiet verhindern müssen. Und dazu haben wir die Möglichkeit geschaffen, Personalausweise von IS-Kämpfern einzuziehen. Das wird auch angewandt und es wird erfolgreich angewandt von der Bundespolizei. Wer war dagegen? Die Grünen waren dagegen. Hätten wir nach ihrer Ansicht gehandelt, hätten wir auch diese Möglichkeit nicht gehabt. Die Dienste hätten weniger Befugnisse, wir hätten keine gemeinsame Datei und IS-Terroristen könnten nach wie vor ungehindert durch Europa reisen. Das wäre das Ergebnis Ihrer Politik gewesen. Das müssen Sie sich heute schon vorhalten lassen. Und deshalb glaube ich, dass wir mit einer Reihe von Bausteinen, über die kann man politisch streiten und über manches rechtlich, vieles dazu beigetragen haben in dieser großen Koalition. Ich will auch mal sagen, manches oder vieles wäre mit anderen Koalitionspartnern so nicht möglich gewesen. Da auch mal herzlichen Dank an die SPD. Hier haben wir einen guten Beitrag geleistet für die Sicherheit. Das stimmt auch. Einen guten Beitrag geleistet für die Sicherheit unseres Landes. Und deshalb kann man diesem Gesetz nur zustimmen. Herzlichen Dank.